Guten Morgen, liebe Freunde von dieser Dad. Ihr hört's an meiner Stimme. Ich bin müde. Es ist früh. Ich bin sauer und mein Auto ist weg. Warum bin ich müde? Wir hatten gestern Abend eine schöne Party und ich bin erst um 2:30 nach Hause gekommen. Warum bin ich sauer? Das erzähle ich euch gleich. Und mein Auto ist weg. Ich hatte es nämlich gestern hier vor der Tür geparkt. Und jetzt stehen da 2 Mülltonnen an der Stelle und es sind keine Autos mehr da. Und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Heute kommen alle auf die Kosten, die wir schon immer mal leiden sehen wollten. Alle Schadenfrohen sowieso und alle, die was darüber lernen wollen, wo man in Berlin parken darf und wo nicht. Außerdem geht es heute um den Wächtermodus, der Videos aufnimmt, wenn ein Auto zum Beispiel gestohlen wird oder abgeschleppt. Und ich habe eine interessante Entdeckung gemacht, was die Standortanzeige in so einem Fall betrifft. Stellt euch vor, ihr wart auf einer schönen Party, kommt spät nach Hause, vielleicht so um 2:30 und wacht morgen zum neuen auf, weil der Alarmmodus von eurem neuen Auto angeht. Ihr springt in die nächste Hose, die ihr finden könnt, rennt aus der Tür und stellt fest, das Auto ist weg. Genau das ist mir passiert in Berlin letzte Woche und ich dachte, ich lasse euch daran teilhaben. Wenn ich ein bisschen grumpig in dem Video wirke, dann liegt das eben an der entsprechenden Uhrzeit und an dem, was mir da passiert ist. Tja, was ist passiert? Vor der Tür ist ein Parkautomat und da steht, Parken kostet von 9 bis 14 Uhr und von, glaube ich, 16 bis 20 Uhr Geld. Und ich will keinen Strafzettel kriegen, also habe ich mir einen Wecker gestellt und habe mit meiner App um 8:45 etwa 2,50 Euro bezahlt, um 2 Stunden zu parken. Bin wieder eingeschlafen und plötzlich hat das Handy, was noch neben mir lag, vibriert und ich schaue drauf und das heißt, Tesla hat den Alarm ausgelöst. Okay, ich höre es auch schon piepen, suche mir eine Hose, ziehe sie über und renne aus dem Haus, komme aus der Tür und habe dieses Bild, was ihr gerade eben gesehen habt, keine Autos mehr da. Also als ich gestern kam, stand hier die ganze Reihe voll und hier steht eines der vielen originellen Schilder, die es in Berlin gibt, dass ich so interpretiert habe, dass man Montag bis Freitag 9 bis 14, 18 bis 20 Uhr am da vorne befindlichen Parkscheinautomat bezahlen muss. Genau, hier steht Gebührenzeiten Montag bis Freitag 9 bis 14 Uhr und 18 bis 20 Uhr. Samstag 9 bis 18 Uhr, gesetzliche Feiertage frei. Bitte auch Halteverbot beachten, richtig. Da vorne gibt es ein Schild mit dem Halteverbot, habe ich ja beachtet. Aber wenn man diese Straße ganz zu Ende läuft, steht hier am Anfang der Parkplätze ein Bus. Schild. Und das bedeutet, dass man hier Montag bis Freitag von 7 bis 9 und 14 bis 18 Uhr eben nicht parken darf, sondern nur die Busse dort fahren dürfen. Jedenfalls, dass das Ganze ungefähr um 8:45 stattfand, also 15 Minuten bevor man hier auch wieder parken durfte, da frage ich mich dann schon, ob die Berliner das Geld so nötig haben. Was ich interessant fand und immer noch finde, ist, das Model 3 hat den Alarm ausgelöst, aber auf meiner App steht er immer noch an diesem Ort. Ich dachte, na klar, ich kann ja gucken, wo er ist und ich verfolge ihn und dann weiß ich, wo er steht. Ist aber nicht so. Ich kann euch nicht sagen, warum. Der Tesla behauptet immer noch dort zu stehen, wo ich ihn abgestellt habe. In Wirklichkeit ist er ungefähr 8 Autominuten weiter entfernt von hier. Ja, dann habe ich gegoogelt, was man in so einem Fall macht. Und die Berliner haben natürlich nicht nur kreative Parkregeln, sondern sind dafür natürlich auch bestens ausgerüstet. Haben eine eigene Hotline, da kann man dann anrufen, nennt seinen Namen und sein Nummernschild und dann sagen die einem genau, wo das Auto jetzt steht. Jetzt werde ich erstmal schauen, dass ich ein Carsharing-Auto bekomme, dorthin fahren und hoffen, dass es dem gut geht. Aber jetzt wisst ihr schon mal, warum ich sauer bin, müde und mein Auto weg ist. Okay, da ist ein Auto. 450 Meter muss ich laufen. Das ist meine beste Option und deswegen laufe ich jetzt mal dahin. Da gibt es ja diesen neuen E-Roller und ich bin bei Lime sogar angemeldet. Ich könnte natürlich auch den nehmen stattdessen. Aber nachdem ich gestern spät ins Bett gekommen bin, keinen Helm dabei habe und natürlich hier vorbildliches YouTube-Video produzieren muss, laufe ich weiter zum Drive Now. So, das Auto ist schon erreicht, steht natürlich auch im Parkverbot, aber ist ja nicht meins. Und ich fahre jetzt mal und hoffe dann, dass der Tesla dort steht, wo ich ihn beschrieben bekommen habe. Also mein Auto hin verschlagen. Okay, immerhin, da steht er. Ich werde mir mal genau anschauen. Wie sie den da reinbekommen haben, würde mich echt interessieren.
Ja, interessanterweise sagt die App immer noch, dass er da steht, wo ich ihn abgestellt habe. 34 Ereignisse im Wächtermodus, die schaue ich mir natürlich nachher mal an. Jetzt werde ich erstmal schauen und hoffen, dass alles funktioniert und dann erstmal frühstücken. Es ist jetzt 10 Uhr und die letzten 60 Minuten waren schon sehr aufregend für mich. Eine Sache vielleicht noch für alle, die noch nie in Berlin waren oder noch nie in Berlin mit dem Auto waren, damit ihr besser versteht, warum ich mich auch so aufrege. Wenn man in Berlin mit dem Auto unterwegs ist, was ich ja einfach auch gar nicht gerne mache, wenn man mit dem Auto fährt oder auch mit den Carship-Autos in Berlin, dann ist eins, was einem sicherlich am häufigsten auffällt, ist, dass es ständig irgendwelche Staus gibt oder Baustellen oder eben Leute, die irgendwo rumstehen. Wenn es zweispurig ist, ist eine Spur immer blockiert mit parkenden und haltenden Autos und so weiter. Und das ist ganz normal. Tja, da war Grumpy Dad ein bisschen sauer und natürlich ein bisschen selbstmitleidig, wie das in so einer Situation wahrscheinlich den meisten von euch auch gegangen wäre. Wie ich gerade im Video angedeutet habe, wird ja bei der Erschütterung, wenn jemand versucht, das Auto zu klauen oder eben abzuschleppen, der Alarm ausgelöst und die Kameras des Teslas zeichnen auf. Und ich dachte, euch interessiert vielleicht, wie das aussah, weil mich hat es nämlich interessiert. Ich konnte mir hinterher anschauen, wie mein Auto abgeschleppt wurde. Und sie haben das fachmännisch schon gut gemacht. Also insofern bin ich sicher, dass dem Tesla nichts passiert ist. Tja, das war ein Erlebnis, das möchte man nicht häufiger haben. Die Reise nach Berlin ist dadurch noch etwas teurer geworden. Ich hoffe, euch hat dieses Video Spaß gemacht. Ihr klickt fleißig den Gefällt mir-Button, teilt dieses Video, kommentiert und seid auch nächstes Mal wieder dabei auf meinem Kanal. Bis dann, euer Dieser Dad.